Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei Professor Dr. Jenny. Nee, ach, ich hatte mal wieder Bock auf so eine Brillenkette. Ich habe das vor Jahren mal total abgefeiert. Und ja, wie findet ihr es? Bescheuert oder cool? Lasst es mich wissen. Heute zeige ich euch meine Creme-Lidschatten. Das sind nicht so viele. Trotzdem habe ich eine extreme Leidenschaft dafür. Habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt und ich lege direkt los und zeige euch, was ich da so habe. Cremelidschatten. Ja, da gibt es doch Unterschiede wie Sand am Meer. Das ist ganz krass. Ich fange einfach mal an, zeige euch ein paar Sachen und erzähle euch was dazu. Ich habe zum einen diese beiden Stifte hier von Essence. Das sind, lasst mich so, also gucken, 2 in 1 Eyeshadow und Liner Waterproof. Ja gut, also das ist ja so eine Sache. Wie kann das ein Liner sein? Das ist ja schon mal Irrsinn, ja. Trotzdem muss ich sagen, dass sie eine schöne Textur haben und eine schöne Farbabgabe und eigentlich auch für die Günstigkeit für den Preis recht gut halten. So sehen sie aus, die beiden. Ganz toll, finde ich. Vor allen Dingen diesen, ja, diesen grauen Ton, den finde ich cool. Trotzdem würde ich darunter eine Eyeshadow Base nehmen, weil zu 100% crease-frei sind die nicht. Dann ein Produkt, was ich total nicht gut finde. Essence High Lightning Eyeshadow Mousse Cooling and Long Lasting. Das ist die Farbe. Ach so, bei den anderen, was waren denn das für Farben? Peach Perfect und She's Got the Mouth. Ja, die Farbe heißt hier High Peaches. Gucken, ob ich euch das zeigen kann. Also in der ersten Idee ganz interessant. Das sind aber diese komischen Mousse. Das ist so eine andere. Das hier ist ja eher so cremig, wirklich fest cremig. Und das ist so, das andere ist so eine Mousse, die eigentlich antrocknen soll. Bei diesen Sachen habe ich nur oft das Problem, dass wenn man das verblendet, ich will es euch mal zeigen, ja, ist es im Grunde weg. Ne? Und bei den anderen ist es so, die kann man verblenden. Die sind danach aber immer noch da. Sind so verblendet, ja. Bei dem anderen, ja. Weg ist er. Dann haben wir einen Liquid Metal Cream Eyeshadow von Catrice in der Farbe California Creaming. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Macht ganz schön was her. Ich kann das ja hierhin machen, wo der andere war, ja. Es macht schon was her von der Farbe. Ihr seht's. Alter Verwalter, ey. Ist auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist nicht schlecht. Auch hier unbedingt eine Eyeshadow Base benutzen. Hier ist es, guck mal, also wenn ich ihn verblende, ist er immer noch da. Das ist schon mal gut. Weil das ist auch wieder so eine Liquid-Geschichte. Ja, nicht so richtig mussig, auch nicht so richtig cremig, sondern sowas dazwischen. Dann Ultra Smoky Eyeshadow Pan von Trended Up in der Farbe 30. Erstmal, da ist hinten so ein Schmutschi, ja, mit dem man soll man das verblenden können. Wenn man das damit versucht zu verblenden, ist es einfach weg, das Produkt. Ansonsten war ich auch nicht begeistert von dem, denn erstmal die Farbe ist recht schön, aber auch der, ja, wenn man ihn verblendet, ich weiß nicht, also es bleibt nicht so viel von dem, man kann es natürlich aufbauen, ja, aber es hat mich irgendwie jetzt nicht so geflasht. Ich finde so, okay. Ist nicht so schlecht, aber ich würde es auch nicht empfehlen. Dann Manhattan Amazing Double Effect Eyeshadow and Liner. Auf der einen Seite so ein etwas spitzeren, der ist Gold. Und das ist wirklich ein Produkt, was mir gut gefällt. Und auf der anderen Seite so ein etwas runderen und der ist so kupferfarben. Da sind die beiden. Die sind
sehr schön neigen, aber leider dazu, ein bisschen in die Lidfalte zu kriechen. Bei mir. Dann ein absolutes Flop-Produkt. Dieses hier nämlich von LA Girl, der Pro Primer High Definition Eyeshadow Primer. Primer steht drauf. Ich dachte so cool, ein schwarzer Primer, ne? Dann hält das forever, ja. Der ist auch schön schwarz auf jeden Fall, keine Frage. Ja, der läuft bei mir wie Suppe. Ja, und ich würde nicht sagen, dass ich die krassesten öligen Augenlider habe oder so. Und das ist ganz witzig, selbst wenn ich den, kommen wir gleich noch zu, Soft Ochre Paint Pot drunter mache. Also ein Primer unter einen Primer. Oder wollen wir gerade, der ist ja eigentlich gar kein Primer, der Paint Pot, sondern ein Creme-Lidschatten unter einen Primer. Dann hat sich, ist das für mich irgendwie, hat das keinen Sinn. Kommen wir zu Produkten, die ich so gut finde, denn sie sind wirklich, also ich kann es ja schon mal sagen, die Paint Pots von MAC sind für mich der heilige Gral. Aber diese Produkte sind sehr, sehr stark dupe-verdächtig. Ich zeige euch einfach alle meine Farben. Und zwar geht es um die Maybelline Color Tattoos. Ja. Fangen wir an mit einem Creamy Matte Creamy Beige. Das ist eine sehr schöne Farbe. Da. Das ist so ein, ja, beige. Ganz kühles Braun. Das kann man toll als Base benutzen. Ist sehr schön cremig. Ja, cremig. Dann habe ich kein Dingens mehr drauf. Ich glaube, das war irgendwie Pomegranate oder so. So sieht er aus. Nicht häufig benutzt. Der ist, ja. Der war von Anfang irgendwie nicht so schön von der Konsistenz. Leider. Denn er ist sehr schön. So ein Weinrot mit Glanz. Ja, aber der ist so, ihr seht es schon gleich, der wirft gleich so Bläschen und der war von Anfang an leider nicht so der Hit. Einen, den ich bis zum Erbrechen benutzt habe, ist Pink Gold. Der ist mega schön. Also ihr seht, der hat auch schon richtig coole. Und der ist halt von der Konsistenz einfach deutlich schöner als der eben. Und den kann man, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen mit Rosé arbeiten will, so schön als Base nehmen. Oder manchmal nehme ich den einfach, wenn ich so ein bisschen Lust auf so Rosé habe, dann nehme ich den und mache mir den aufs Augenlid. Na komm, fokussieren. Und mache mir den aufs Augenlid und mache dann einfach noch ein bisschen Highlighter in der Mitte drüber. Fertig. Richtig schön. Dann, Fantasy heißt der. Übrigens, das Sortiment ist so eine Sache. Also bei dem einen gibt es mehr, bei dem anderen weniger. Die meisten gibt es, glaube ich, immer bei Müller. Und diesen hier zum Beispiel, Fantasy, den habe ich bei Aces gekauft. Den habe ich zum Beispiel in der deutschen Drogerie noch nirgends gesehen. Und das ist auch so ein richtig cooles Mauve, ja. Die schimmern natürlich so heftig, dass man die Farbe immer so schlecht sehen kann. Mauve mit, wie ich finde, ein bisschen zu starken Glitzer, Silber-Glitzer-Partikeln drin. Könnt ihr die vielleicht sehen? Ja, Glitzer. Glitzer ist ja irgendwie immer nicht so meins. Dann haben wir meinen absoluten Liebling. Das ist On and On Bronze. Der ist so oh-ho-ho-ho-ho schön. Hier ist er. Da. Einfach ein richtig schöner Bronzeton. Ganz toll. Mein Schatz, mein Liebling. Der lässt sich toll aufbauen. Der lässt sich so unfassbar gut verblenden. Also wirklich auf den Finger, aufs Lid, ein bisschen nach oben hin ausstreichen, fertig. Also wirklich ganz toll. Und zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die trägt Kontaktlinsen. Die hat ewig Probleme mit Fallout von den Lidschatten und die liebt die auch. Also Hammer. Dann der Timeless Black. Ja, ohne Timeless Black kann ich kein Smoky Eye machen.
Habt ihr auch schon gesehen in meinem Get Ready With Me Rockkonzert? Ja. Richtig gut. Der hält und hält und hält. Da läuft nichts in irgendeine Falte oder ähnliches. Wahnsinn. Ganz toll. Die sind nicht billig, aber auch nicht teuer. Ich glaube, 7, 8 € meine ich, kosten die. Und ja, wenn man, gerade wenn man mal gucken will, ob das für, ich mache mal übrigens sauber hier, wenn man mal gucken will, ob das was für einen ist und man sich nicht unbedingt sofort so ein Paintpot, der ja, also ein Mac Paintpot kostet 25 €. Das ist schon eine Ansage, finde ich. Das ist echt heftig. Ja, aber sie sind ungeschlagen. Ich finde, sie sind es wert. Sie sind für mich einfach der heilige Gral. Das Gute kommt zum Schluss. Wie ihr seht, ich habe mich aufgebaut. Denn jetzt kommen diese. Die Lit Lingeries von NYX. Ihr habt sie auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich swatch euch die. Sweet Cloud. Erstmal so. Und die sind nämlich auch so ein, die sind auch so Mousse, ja. Aber die lassen sich toll verblenden. Die bleiben auch da, wenn man sie verblendet. Und die werden super trocken. Die halten bombastisch. Also die sind richtig gut. Dann New Romance. Ich finde, die beiden Farben sind sich sehr ähnlich. Also wenn man die jetzt so in. Ah, Hilfe. Ja, also Sweet Cloud, New Romance. Die sind sich schon ähnlich, ja. Man müsste die nicht unbedingt beide haben. Dann einen, den ich, der in der Verarbeitung, also in dem Verblenden nicht so einfach ist. Wie heißt der denn? Evening Spell. Da ist er. Bei dem ist es so, wenn man den verblendet, dann bleibt nicht mehr so viel von ihm übrig, wie ihr seht da oben. Trotzdem, ich habe ihn jetzt. Ich habe ihm noch mal eine Chance gegeben, man kann ihn aber ganz gut aufbauen. Also von daher kein absoluter Totalausfall. Man muss sich nur ein bisschen mehr Mühe mit ihm geben. Und Night Glow. So ein schönes Mauve. Die sind ja wohl auch Hammer. Also da vorne ist Night Glow. Und dieser Schimmer, ne? Also ich. Nur matt auf dem Auge finde ich irgendwie langweilig. Und man kann die so toll kombinieren. Ne? Man kann so Creme-Lidschatten als Grundierung nehmen. Man kann sie einfach pur nehmen. Man kann sie verschiedene zusammen. Also ich bin totaler Creme-Lidschatten-Fan. Ich mache nochmal eben sauber und dann kommen wir zu den Paintpots. Gut, die Paintpots. Warum sind die so geil? Also zum einen die Konsistenz. Die haben eine Cremigkeit, die gleichzeitig irgendwie pudrig ist, aber ja, man kann das ganz schlecht beschreiben. Also es ist unfassbar, diese Konsistenz. Und das Zweite ist, die bewegen sich nicht. Wenn die erstmal drauf sind, sind die drauf. Das kriecht in keine einzige Falte. Und das finde ich gigantisch. Ein Klassiker ist der Soft Ochre Paint Pot und den seht ihr bei mir in nahezu jedem Video, denn ich nehme ihn als Eyeshadow Base. Ich habe hier so ein Pöttchen mit Eyeshadow Bases, ja. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wer ist hier drin von Too Faced und alle möglichen Essence, tralala. Ich hatte auch den Urban Decay Primer Potion. Diese Primer stehen da, die werden überhaupt nicht mehr angefasst. Also ich könnte die in die hinterletzte Ecke machen, die würde ich nicht mehr anfassen. Denn das hier ist the shit. Für mich ist das das Einzige, das einzig Wahre. Es gibt ja den Painterly, der ist, denke ich, gut für sehr helle Hauttöne und für welche mit sehr starkem Rosé-Unterton als Base, so wie ich das jetzt mitgehe. Ich habe ihn mir noch nie richtig angeguckt, weil Soft Ochre war für mich ganz klar das, was ich brauche. Ich habe mal gehört, dass man sie auf dem Kopf lagern soll, dann würden sie nicht austrocknen. Ich weiß nicht, warum und ob das stimmt. Ich habe es mal gehört und deshalb mache ich das auch, ja. Mein Eyeshadow Base. Dann kommt mein erster Paint Pot, den ich als allererstes hatte. Und zwar ist das Stormy. Schwarzes Ding, das zeigen ist auch gut.
Stormy Pink. Und da kann man ganz deutlich sehen, der löst sich. Da kann man ganz deutlich sehen, der löst sich da am Rand so ein bisschen. Das heißt, der fängt an auszutrocknen. Dennoch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cremig sich das anfühlt. Ja? Also der ist noch himmelweit entfernt von austrocknen. Ja, wirklich. Das ist Stormy Pink. Alter Schwede. Ist das eine geile Farbe? Wer auf kühle Augen-Make-up steht, die Zeit kommt wieder für kühle Augen-Make-ups. Seid sicher, ja. So krass, wie gerade die warmen Innen sind, werden irgendwann so krass auch wieder die kühlen Innen sein. Davon mal abgesehen, ja. Das ist so ein Mauve-Flieder. Oh, Wahnsinn. Diese beiden hier waren matt. Jetzt kommt mal Indian Wood. Den habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Gold. Bronze, wahnsinn schön. Ah, das ist nur ein einziges Mal hier so ein bisschen reingeswirlt und einmal drüber gewischt. Ne? Guckt euch mal das an. Und der ist wirklich mein, ich habe eigentlich heute keinen Bock, mich zu schminken und auch nicht so richtig viel Zeit. Zack, zack, drauf, fertig. Wirklich, der ist so toll. So hoch, unfassbar toll. Ich könnte so Loblieder singen. Jetzt kommen meine letzten beiden Neuzugänge und das muss ich ganz kurz erzählen, weil das war wieder so geil. Ich habe manchmal so Glück bei Douglas, das ist unnormal. Ich habe gedacht, okay, du kaufst dir zwei Paintpots, weil die willst du haben und sie sind hier gerade vorrätig. Dann hat die meine Douglas-Karte eingelesen. Ach, 10 Euro? Okay, und dann kriegst du noch 15%, weil da war gerade so eine Aktion. Ich habe für zwei MAC Paintpots 32 Euro bezahlt. Haltet euch fest. Abgefuckt, oder? Anstatt von 50. Okay, ja. Ich soll mal jemand sagen, Douglas wäre scheiße. Perky. Das ist richtig cool. Der ist irgendwie semi-matt, würde ich sagen. Der ist nicht richtig matt, aber auch nicht richtig glänzend. Der ist so Pfirsich. Cool, oder? Richtig geil. Ich muss sagen, das war ganz interessant. Der ist überall irgendwie ausverkauft. Also auf der Douglas Homepage steht leider ausverkauft mit einem roten, ja, gibt's nicht. Und dann habe ich die Filialverfügbarkeit mal geprüft. Ich war jetzt neulich im Braunschweig shoppen und habe da die Filialverfügbarkeit geprüft und nee, es gibt's nicht mehr. Jo. Und dann gehe ich da hin und sage, ich habe den nicht zufällig. Doch, habe ich. Dann habe ich ihn natürlich gleich mitgenommen, denn ich finde ihn äußerst schön. Also wirklich. Und einer, den ich schon ganz lange hinterher hechle, ist Constructivist. Ich denke, in den folgenden Videos werdet ihr ihn ständig sehen. Denn für mich ist das hier nicht von dieser Welt. Seht ihr das? Ist es nicht geil? Da ist er. Wow. 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 Oh, ist der schön. Oh, guckt euch den an. Ey, der ist so toll. Der ist so schön dunkel und so schön braun. Mit so einem leichten Schimmer. Nicht zu übertrieben, sondern einfach. Oh Gott, Leute. Echt. Nein. Ich habe keine Leidenschaft für Make-up. Nein. Mm-mm. Ist es nicht wunderschön? Also, das sind meine bisherigen Paintpots und ich denke nicht, dass es dabei bleiben wird. Denn, wirklich, also wenn ihr richtig gerne Creme-Lidschatten benutzt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Ja, dann müsst ihr euch die mal angucken. Einfach mal in MAC-Counter gehen, swatchen und könnt die da ja auch mal ausprobieren. Ne? Ist ja nicht so, dass man das dann nicht kann. Und von mir ist das auf jeden Fall, ihr müsst auch mal, wenn ihr einen Paintpot habt und so ein Color-Tattoo zum Beispiel. Ja, man kann sie schon so leicht als vergleichbar ähnlich betiteln, aber die Color-Tattoos sind ganz trocken. Also die sind ganz anders von der, die Paintpots, die sind so,
so geschmeidig, so weich. Und die Color-Tattoos sind so. Die sind auch gut. Versteht mich nicht falsch, ne? Ich habe es euch gerade gezeigt und gesagt, die sind gut. Aber es ist trotzdem ein himmelweiter Unterschied. Am Ende auf dem Auge macht es jetzt nicht den Unterschied, aber in der Verarbeitung, und das ist ja irgendwie immer das, was ich so. Ich liebe ja den Akt des Schminkens, ja. Und wenn dann die Sachen so cremig und sich so schön verarbeiten lassen. Okay, ja, jetzt haben ein paar von euch schon ausgeschaltet, weil sie denken, die Alte ist nicht ganz gar. Okay. Das waren meine Creme-Lidschatten. Tatsächlich, wie gesagt, so viele waren es nicht, aber trotzdem sind wir schon wieder bei über 20 Minuten. Was soll's, macht nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abonnement da lasst und einen Daumen hoch. Das wäre toll. Vielleicht schreibt ihr auch mal in die Kommentare, ob ihr gerne Creme-Lidschatten benutzt oder lieber Puder-Lidschatten, welche eure Creme-Lidschatten-Lieblinge sind. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!